Ja, für mich ist jetzt dann das erste Derby, das ich spiele, das vierte jetzt. Und ich persönlich weiß, was mich erwartet morgen. Die Brisanz ist immer gegeben, egal wie die Tabellenkonstellation ist. Die Mannschaft, die jetzt noch frisch Derby-Erfahrung haben, die kriegen das eingetrichtert, was das jetzt morgen heißt, in Saarbrücken zu spielen. Wir fiebern von Tag zu Tag darauf hin, die Anspannung steigt, ich merke es selber. Heute ist die Anspannung schon groß, morgen wird es noch größer sein. Aber wir freuen uns alle drauf und wir wollen morgen ein gutes Spiel dort zeigen und dort bestehen. Ja, es war ein kampfbetontes Spiel. Ja, für mich persönlich, ich bin mit Gelb-Rot nach 16 Minuten runtergeflogen. War nicht so eine glückliche Aktion von mir. Gerade das morgen müssen wir uns darauf besinnen, so Unterzahl oder Situationen, wo wir früh gelbe Karten vielleicht auch kriegen, so lange wie möglich nach hinten raus verzögern, damit wir das Spiel vollzählig beenden. Weil ich denke, im Derby kommen so oder so Emotionen hoch und ja, da müssen wir cool bleiben. Ich denke, wir werden morgen gewappnet sein. Der Trainer hat uns gut eingestellt auf die Partie. Wir gucken heute nochmal Video und dann fahren wir da morgen hin und geben Gas. Ja, erst nochmal hallo zusammen. Ja, Mats hat ja gesagt, Derbys sind immer speziell. Ich habe ja auch so meine Derby-Erfahrungen gemacht und letztes Jahr das Spiel ja schon so empfunden, dass es emotional war, viel Hektik drin war. Ich erwarte morgen in Völklingen keinen Hexenkessel, ja, das ist einmal das Erste, aber ich erwarte einfach Brisanz, ja, auch aufgrund der Lage, ja, wie es momentan auch steht, tabellarisch. Wird ja auch immer wieder zum Thema gemacht, gerade in der Woche, vielleicht auch bewusst zum Thema gemacht. Wir blenden das definitiv aus. Für uns zählt letztendlich das, dass wir sportlich unseren nächsten Schritt machen und für uns gibt es morgen 3 Punkte zu holen. Und ja, ich habe der Mannschaft auch gesagt, die ersten 3 Spiele waren mehr oder weniger Pflichtprogramm, ja, ohne jetzt das irgendwo abwertend zu meinen, auch gegenüber den Gegnern, ja, die uns viel abverlangt haben. Aber jetzt kommen schon die Gegner auf uns zu mit Saarbrücken, Kassel und Offenbach, ja, die es einfach in sich haben. Und da werden wir auf Gegenwehr stoßen und da werden wir gefordert sein. Und so war diese Woche der Tenor im Training. Ja, ich habe alle Mann zur Verfügung. Der Florian Bichler war fraglich, der wird heute ins Training einsteigen. Er hat eine Rippenprellung und ich denke, da wird heute grünes Licht kommen. Und dann wird er natürlich morgen auch ja, dabei sein. So ist der Stand. Die Mannschaft wirkt sehr gefestigt momentan, sehr konzentriert. Alle sind mit Eifer dabei, wie es einfach sein muss, wenn es um die Plätze geht. Nein, ich mache mir da wenig drüber Gedanken drüber, ja, weil ich einfach weiß, wie meine Mannschaft momentan funktioniert. Und weil ich auch in den täglichen Ansprachen, Gesprächen mit den Jungs dafür sorge, dass jeder auch, was die letzten Wochen hier passiert ist, auch richtig einordnen kann. Ja, ich war gerade am Sonntag gegen Balingen nicht zu 100% zufrieden. Ja, ich war schon zufrieden über den Sieg, ja, der wieder deutlich ausgefallen ist, aber über die Art und Weise. Und meine Mannschaft hat verstanden, dass wir in der Liga gerade Spiele auf Augenhöhe wie morgen, ja, dass wir da kein Prozent nachlassen dürfen. Wer hier jemand unterschätzt, wer glaubt, wir fahren dahin und ja, irgendwo im Vorbeigehen was mitzunehmen, das wird nicht funktionieren. Aber das haben wir verstanden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also die Mannschaft weiß schon, was Sache ist und dementsprechend sitzt heute auch der Matze Kunz hier stellvertretend für die Mannschaft, weil er jemand ist, der das halt ausdrückt. Der weiß, was morgen gefordert ist. Klar in der Ansage, in der Ausrichtung. Und so fahren wir morgen dahin. Selbstbewusst, selbstbewusst ohne Ende. Ja, da gibt es gute Gründe dafür. Aber immer mit dem Schuss Demut, ja, wo wir wissen, uns wird einfach nichts geschenkt. Saarbrücken hat eine starke Mannschaft. Und wer was anderes erzählt, der hat einfach nicht recht. Ja, ich sag mal, Bewusstsein, ein gesundes Selbstvertrauen, ja, das braucht man, gerade wenn man da morgen hinfährt. Die werden uns alles andere als nett empfangen, aber für so Spiele lebt man und brennt man. Wir wollen das auch einfach morgen ziehen, weil wir wissen ganz genau, was das hier auch dann bewirkt. Und wir müssen einfach konzentriert und fokussiert bleiben, alles andere außenrum weglassen.
und auch alles mit Tabellenkonstellation, 9-Punkte-Rückstand, braucht uns alles nicht interessieren, weil morgen gelten andere Gesetze, das ist einfach so. Und wir konzentrieren uns jetzt morgen auf unsere Aufgabe und dann fahren wir da allem an, was wir haben, fahren wir dorthin. Der Trainer hat schon gesagt, ich erwarte morgen auch ein Kampfspiel von der ersten Minute an. Die werden kämpfen, gerade zum Beißen, weil sie genau wissen, was morgen eben auch auf dem Spiel steht. Und aber wir wissen es genauso und so fahren wir da, wie gesagt, auch hin.